Hallo, grüße euch. Das heutige Thema, kleines Singlehaus von ca. 80 Quadratmeter. Bleibt also dran. So, gehen wir erstmal kurz auf das Haus zu. Die Jungs sind gerade Frühstück am Machen. Das Wetter ist toll und ich zeige euch das Haus. So, also ganz kurz die Umgebung. Hier die Palmen, Stromversorgung. Und da ist schon mal das Haus. Und hier die schönen Wachhunde. Top. So viele von euch haben mich ja gefragt, zeigt doch mal so ein Single-Haus. Also es gibt wirklich viele Auswanderer, viele von euch, die sagen, okay, ich bin eine Person, vielleicht zwei, aber normalerweise brauche ich kein großes Haus. Und das ist so ein Haus, ungefähr 8 Meter auf 10 Meter, also ca. 80 Quadratmeter. Gehen wir einfach kurz rein. So, also hier von außen die gewohnte Qualität. Hier außen, was hier beliebt ist, die Außenküche. So. Das sind die Klinkerscheine und dann gehen wir kurz rein. Schön, die Wände schon grundiert. So, und da der tolle Ausblick. Und da ist die gewohnte Qualität. Hier wird noch die Holzpfosten mit Maschendrahtzaun gemacht. Sehen auch sehr gut, leicht aus und passen zu der Umgebung. So, Sattel, Dach. Sehr schön verarbeitet. So, hier der Ausgang nach draußen. Hier wird die Terrasse gemacht und man hat natürlich freien Blick auf die Palmenlandschaft. Und hier links sieht man halt die Stromversorgung. Einfach besser kann es nicht ausgeführt sein. So, dann die Jungs hier. So, hier vorne wird auch der Garten sein. Also man sieht es ganz genau, bei einem Grundstück von 360 Quadratmeter bleiben links zum Haus noch genügend Platz übrig.
Also es ist mehr als ausreichend. Schöne Terrasse und hinter ein toller Ausblick auf die Palmen. Auch noch der Ausblick. Also man hat hier den Maschendrahtzaun mit Holz, schön auf der Straße. Die Betonstrommasten, also Stromversorgung, ist optimal. So, da sieht man Wasser von außen. Sehr tolles Haus. Und die Terrasse vorne, hinter den Strommasten. Und hier vorne wird die Terrasse sein und das Sichtmauerwerk. Das Grundstück wurde auch etwas aufgefüllt. So, jetzt gehe ich ja wieder zum nächsten Haus und so müssen wir wieder die Arbeit für die Kunden erledigen. Heute beim schönen Wetter, aber etwas kalt. Der Wind, der weht und es kommt meistens aus dem Süden. Aber so sieht es bei uns aus. Also es wird immer schöner, immer moderner und ganz nah, praktisch in der Stadt Piribebuy. So, also hier voll im Einsatz. Weil es hier natürlich so ein Haus wünscht. So ein kleineres 80 Quadratmeter Haus oder auch andere Häuser wünschen. Einfach mal anrufen, anschreiben. Die ganzen Kontaktdaten gebe ich euch wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung. Und hier links wie immer weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal. Falls ihr Fragen habt bezüglich des Grundstückes bzw. der Häuser, einfach mal anrufen bzw. anschreiben. Wir stehen euch gerne zur Verfügung. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video.